Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 hier auf meinem Kanal. Ja, und sie ist zurück und wir landen nicht mehr beim Haupthof, sondern vor leeren Schaufenstern. Da muss ich noch was ändern, Leute. Ihr seid so geile Modder. Wir sind zurück auf der Obertal. Auf der LS19 hat es die gegeben, haben wir gespielt, fand ich mega cool. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, dann scheint nicht mehr viel von der alten Karte übrig geblieben zu sein. Ich werde mal einmal tabben. Und wir sollten uns jetzt im Haupthof befinden. Genau. Das ist das Gelände für den Haupthof, wo der gewesen ist und wo er auch natürlich heute noch war. Hier, wir erkennen noch diese Steinbarriere. Das Mahnmal, hätte ich bald gesagt, das Denkmal für RK54, Administrator vom LS Mapping Team. Und ja, wenn man das so liest, wahrscheinlich Krebs gehabt. Man kennt das. Finde ich gut, dass da hier ein Denkmal gesetzt wird. So, hier war früher ein Fermenter, glaube ich. Der ist weg. Hier war ein Werkstattbereich, da steht jetzt ein Ballenlager. Was haben wir hier denn? Hier haben wir eine Elektroladesäule. Wir werden uns die Karte mal angucken. Dann werden uns auch die Änderungen auffallen. Also Elektroladesäule, genau. Das hier ist ein Hühnerstall. Dann werden wir hier den Schafstall haben. Ja, der Hof sieht anders aus. Hier hinten war sonst ein riesiger Kuhstall. Der ist irgendwie verschwunden. Electric Charge. Das scheint irgendwie eine Produktion für Strom oder so zu sein. Wie gesagt, wir gucken uns das ganze Ding an. Silo Erdfrüchte. Das stand sonst auch andersrum. Da ging allen möglichen Krempel rein. Ah, natürlich riesige Siloanlagen hier auf dem Hof, ne? Hier, das stand auch quer. Okay, ist abgezäunt. Getreidesilo. Hier hinten eine Halle. Ja, der Hof hat sich schon verändert. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen. Der ist von der Fläche her nicht kleiner geworden, aber man hat hier doch massiv alles Mögliche umgebaut. Hier kannst du Autorennen drauf fahren auf diesem. Genau. Oh, hier ist eine Halle mit Fahrzeugen drin. Wir nehmen aber gleich trotzdem den Pickup einfach, um uns die Karte anzugucken. Ja, was soll man sagen? Der Haupthof, irgendwie hat er mir früher besser gefallen im 19er. Das Haus ist, wenn ich das richtig sehe, sogar dasselbe geblieben. Das hat man irgendwie übernommen oder übernehmen können. Das ist neu. Hund haben wir auch schon. Okay. Schnappen wir uns mal unseren Pickup. Und gucken uns das Ganze mal an. Also das haben wir gesehen hier. Mir ist eben schon was aufgefallen. Gegenüber von diesem Gelände hatten wir immer eine... Wie sie hier war auch eine... Ja genau, die Tankstelle ist auch noch hier. Das stimmt. Werkstattbereich ist aber wohl nicht mehr hier. Hier ist nochmal eine Halle. Zum Maschinenunterstellen. Da auch, das ist in etwa so geblieben wie vorher. Und hier der Waschplatz ist nach hier vorne gewandert. Okay, alles klar. So, wir fahren mal erstmal hier runter. Hier hatte ich ja immer meinen Hof gebaut, so das Tal der 1000 Lichter. Das ist
hier auch so geblieben. Also ich denke mal, die Karte an und für sich hat ihre Struktur behalten. Ah, wir gucken mal, wie es so um den Rest bestellt. Ja, weiß ich noch. Hier hatte ich einen Kuhstall dann reingepflanzt, einen richtig großen. Da hat man dann mir später mal gesagt, Mensch, das sieht aus, als wenn da nie was anderes gestanden hätte. Ah, da oben die Brücken. Das sieht stellenweise ein bisschen nach Kahlschlag aus, muss ich sagen. Das Feld war auch hier, das ist soweit richtig. Aber hier. Ui, was haben sie da denn reingebastelt? Rotkohl, haufenweise. Nee, aber hier an dieser Stelle war ein Campingplatz. Der ist anscheinend verschwunden oder ist der näher ans Wasser gerückt oder wie war das? Ja, diese Häuser, das steht noch so. Die hat mir den Straßenverlauf ein klein wenig verändert. Hier ist noch mal eine Baufläche. Ich weiß, dass ich hier damals so ein Gutshaus hingebaut hatte. Nein, aber da drüben war ein Campingplatz. Der ist also verschwunden, der ist weg. Aber ich weiß, wir haben einmal auch Kartenwechsel gemacht mit Safe Game, Übernahme und so weiter. Das war. Ey, wir haben das Ding kaputt gespielt und dann. Also wir hatten sehr viele Stunden. Normalerweise hätte die Karte gar nicht mehr funktionieren dürfen. So, das ist die BGA, auch ein Riesending. Das sieht aber auch alles anders aus. Da fehlen Gebäude, die vorher da gewesen sind. Wir gucken sie uns mal an einfach. Ja, wir kaufen alles, ja. Ja, nee, ist klar. Genau, also die BGA sah damals auch anders aus. Hier waren große Silos. Die wurden ersetzt durch diese kleinen hier am Rand. Und insgesamt war hier auch weniger Platz. Man müsste das eigentlich mal direkt vergleichen mit dem 19er. Ah, es hat sich schon massiv verändert auf jeden Fall. War mir nicht kaputt, ne? So. Die Obertal. Ja. Dann gucken wir mal. Hier oben links waren Produktionen. Nämlich einmal auf jeden Fall eine Whiskybrennerei und zum anderen, ah, hier waren zwei, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, was das andere gewesen ist. Also hier hat man, doch die Gebäude sind auch geändert, aber sehr schön. Die finde ich cool. Die finde ich schön. Eine Käserei ist das. Mein Gott, ist das ein Riesenbunker. Die ist schön, die gefällt mir. Wenn noch alles so geblieben ist, dann ist da hinten eine Whiskybrennerei. Gucken wir uns auch an. Die Züge weiß ich gar nicht, ob doch die klar fahren, die freiwillig. Genau, das hier hat sich auch verändert. Das Gelände ist größer geworden. Hier sind Schuppen dazugekommen. Das ist aber hier jetzt die Molkerei. Und man stellt hier Eiscreme her. Und Rotkohl war ja auch im 19er schon Thema auf der Obertal. Also hier ist jetzt keine Whiskybrennerei mehr. Es sei denn, die ist noch mal eins höher. Hier nach rechts raus hatten wir ja auch noch Felder. Wir können mal einmal hier kurz reinfahren.
Ups. Ja, also sieht man auch hier, gibt es aber so viel nicht zu gucken. Da hat sich nicht sonderlich viel getan. Aber wer die Karte gespielt hat im 19er, der wird natürlich einiges wiedererkennen, das meiste nicht. Wie gesagt, Whisky gibt es ja nicht mehr. Guck mal, was das hier ist. Ah, hier ist auch wieder ein Verkaufspunkt. Einfach nur. Okay. Ich meine, die Obertal ist natürlich eine Riesenkarte. Alleine brauchst du hier gar nichts anfangen. Und wenn man RP spielt, mehr als zwei Leute. Hier würde das gleiche blühen wie auf der Toskana. Die ist einfach zu groß und für zwei Leute nicht machbar. Ja, man hat hier schon so einiges gebastelt. Ne? Hier ist auch irgendwie ein Bauernmarkt. Fruchthandel haben sie davon gemacht, okay. Und hier kann man dann nicht zurück, sondern muss wieder runter. Also hier ist jetzt erstmal die Kiste bis jetzt alkoholfrei. Fahren mal hier runter. Bitte Gott, wir kommen jetzt mal nach links. Aber es sind schon Riesenfelder, wie man sieht, ne? Okay. Also, hier gibt es dann offensichtlich noch mal eine Baustelle. Das sieht mir allerdings so aus, als wenn mir hier irgendwas fehlt. Eigentlich sollte es so sein. Ich muss noch mal auf der Obertal gucken, weil hier sind mir zu viele Freiflächen. Das bin ich eigentlich so nicht gewohnt. Ich muss da noch mal gucken. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle tatsächlich mal einen Cut nach einer Viertelstunde. Denn eigentlich ist es so. Dass automatisch die benötigten Mods mitgezogen werden. Und das ist hier jetzt irgendwie entweder nicht passiert oder sonst irgendwas. Ich mache mal einen kurzen Cut an der Stelle und wir sehen uns gleich wieder. So, nach einem nicht abgespeicherten Cut sind wir wieder da, sind wieder am Haupthof gelandet. Nee, es ist tatsächlich alles okay. Alle Mods, die benötigt werden, sind drin. Ich habe mir nochmal die Beschreibung für die Karte angeschaut. Es gibt also tatsächlich bei dem Modus neuer Farmer. Oh, jetzt ruckelt es ein bisschen. Ist aber Singleplayer tatsächlich. Bei dem Modus neuer Farmer gibt es sechs Freiflächen. Jetzt weiß ich auch, was hier anders war. Hier war früher eine Mauer drumherum. Und hier vorne waren Schranken. Das fehlt jetzt. So, da hinten sind wir gewesen. Den Kuhstall hat man jetzt offensichtlich. Ich sag mal so, das Grundgerüst der Karte ist definitiv erhalten geblieben. So, hier hat man jetzt Ställe hingebaut. Es ist schon. Ich muss sagen, ich habe die Karte geliebt. Wir haben auch mit mehreren Leuten hier drauf gespielt. Das war schon eine coole Sache. Mit zwei brauchst du natürlich nicht anfangen. Wer im Übrigen von euch mal Bock hat hier auf RP im LS22, gerne melden. Und dann gucken wir mal, was wir machen können. Ein paar DLCs sind allerdings Voraussetzung. Das ist aber nicht das Schlimmste. So, hier war früher mal irgendwie ein Pferdehof oder so. Das ist jetzt komplett frei. Genau da vorne drin. Warte mal, war das hier? Ja. Man hat aber ganz schön abgespeckt hier. Meine Fresse. So, wenn man hier lang gefahren ist,
Ist eine neue Straße dazu gekommen, okay. Da geht's auf den Hof. Man hat teilweise die Straßen neu gemacht, weil ich kann mich erinnern, dass es an dieser Stelle ebenfalls auf einen Hof ging, der dann hier in so einem Talkessel gelegen hat. Der ist also hier, genau hier drin. Der ist komplett weg. Man kann hier noch lang, aber der Hof ist komplett weg. Den gibt's gar nicht mehr. Schade, der lag eigentlich sehr idyllisch hier in dem Loch. Gut, wie gesagt, hier links die Straße ist neu. Wir fahren jetzt mal geradeaus weiter. Hier auch vorne auf der Ecke war ein Gasthaus. Hier nämlich, das ist auch weg. Ja, man hat doch hier einiges neu gemacht. Das war nämlich ein Verkaufspunkt, das weiß ich nämlich noch. Haben wir damals einen LKW gefunden vom Fliegelpack, der extrem Probleme gemacht hat. Ja, dann konnte man hier rum. Hier war ein, genau, hier war ein Feld. Hier ging es dann oben drüber. Da ist die Bahnstrecke. Wir machen mal einmal Folgendes. Wir werden jetzt erstmal hier den hinteren Bereich abgrasen. So, ja, hier rechts, das ist noch vorhanden. Da gucken wir mal ganz kurz. Konnte man immer rum. Das kann man auch heute noch. Hier geht es jetzt bergan. Also man hat das Straßensystem hier also auch massiv verändert. Also in Ansätzen ist die Obertal noch erkennbar, aber wirklich nur noch in Ansätzen. Das ist schade. Man hat sehr, sehr vieles verändert. Hier unten war was. Warte mal, wie kam man denn dahin? Das eine Feld ging ja auch direkt an der Bahn lang, da vorne. Da hinten wäre der Hof, das ist. Also hier gibt es jetzt auch eine andere Brücke. Das ist dieses Feld, was hier direkt an der Bahn lang ging. Genau, richtig. Da unter der Brücke durch, das ist so geblieben. Hier waren Produktionen, die hier vorne weiß ich gar nicht mehr, was das war. Auf jeden Fall gab es hier auch noch eine Tabakproduktion dazwischen. Zellstoffwerk. Also die Produktionen haben sich allesamt geändert. Tabak gibt es hier anscheinend auch nicht mehr. Ja, ich würde sagen, die Straßen sind ansatzweise, genau, Saatguthandel, der sieht auch anders aus. Man konnte hier früher. Auf der rechten Seite waren die ganzen Silos, das ist richtig. Gut, die Gebäude sind natürlich nicht
dieselben. Ich kann mich weiterhin nicht erinnern, dass wir hier mal unter einer Brücke durchgefahren sind. Da oben stehen Eisenbahnwaggons. Gut, da war ein Kanal. Wir fahren jetzt erstmal nach hinten raus. Ich düse hier einfach mal übers Feld. Genau hier, das ist auch eine Mod, ne? Rückvergütung. Wir haben eine Mod drin, die Kohle abkassiert, wenn wir durch fremde Felder fahren. Ich weiß nur nicht, ob der andere dann das Geld bekommt. Das werden wir wahrscheinlich auf der Lieper Winkel oder so mal. Upsala. Mal ausprobieren. Gut. Dann. Ja, auch wieder eine riesige Freifläche. Da hinten wieder die Eisenbahnbrücke. Ja, auch Freiflächen. Ja, was soll ich sagen? Auf der einen Seite muss ich sagen, gefällt mir die Obertal. Und auf der anderen Seite irgendwie überhaupt nicht mehr. Weil hier in diesem Bereich, wo wir jetzt sind, gab es mal ein Logistikzentrum. Ich weiß nicht, ob die sich mit dem, ob man sich da verkracht hat oder so ähnlich. Also das fehlt hier inzwischen komplett. Das ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Und dadurch, dass so viele Dinge fehlen, die im 19er oder ja auf der 19er da gewesen sind, wirkt die Karte bei der Größe relativ nackig. So, hier ist anscheinend jetzt die Stadt. Hier war früher auch mal, also hinten weiter Raffinerie und so ein Krempel. Hier ist eine Ampel. Wir fahren mal ganz kurz ein Stück links. Wir fahren gleich wieder zurück. Da ist die Bäckerei. Wurde geblitzt. Na, guck mal an. Ja, hier gab es dann auch irgendwie... Hier vorne, hier muss mal eine Tankstelle... Ja gut, die ist auch noch da, die Tankstelle. Okay. Sieht anders aus, aber der Tankstelle ist auf jeden Fall noch da. Das ist okay. Dann gab es hier aber einen direkt dran Supermarkt. Das war ein Lädli. Den Bahnhof hat man verändert. Der sieht anders aus. Hier rechts hoch gab es ein Gasthaus. Ich befürchte mal, das wird weg sein. Was mich hier massiv stört, ist, dass die Schaufenster so leer sind. Und das ist mein persönliches Empfinden. Das darf man nicht vergessen. Ja, hier gab es früher so ein Gasthaus. Da musste man so ein bisschen hochfahren und... Das ist was... Was mir hier so ein bisschen fehlt, muss ich sagen. Dann hatten wir, genau, hier war der Übergang. Da rechts ist der Händler, der ist auch noch da. Das ist auch soweit alles okay. Sieht halt jetzt ein bisschen anders aus. Klar, LS22 hat neue Gebäude und so weiter und so fort. Aber auch hier gab es hinten nochmal eine Halle und so weiter. Das ist alles so Werkstatt, Kraftlandmaschinen. Das ist ein... Achso, ich weiß, welches Gebäude das ist. Alles gut. Okay. Also Händlergelände noch da, wo es ist. Dann. Und das geht hier nicht mehr. Das ist weg.
Hier ging es irgendwann mal. Über die Bahnstrecke drüber. Wo haben sie das denn gelassen? Das ist weg, das existiert nicht mehr. Man konnte hier nämlich in etwa so hier bei auf Höhe dieses Übergangs konnte man rüber. Kompostfabrik. Da war hier ein Schwimmbad und so weiter. Diese Straße ist irgendwie komplett verschwunden, wurde umgelegt oder sonst irgendwas. Da hinten wieder eine Freifläche. Da links, was willst du denn? Da links war eine Brauerei. Das ist jetzt eine Fischzuchtanlage. Oi, 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 oi. Gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Da, klar, die Eisenbahntunnel weiterhin nicht zu Ende geführt. Da, okay, da geht ein Gleis rein. Zwei Gleise, okay. Da links geht es zu weiteren Feldern hoch. Das war auch damals so. Wollen wir hier mal reinfahren? Machen das einfach mal. Fahren gleich hier wieder zurück. Also hier ist jetzt eine gepflasterte Straße. Ja, ich weiß nicht. Hier war auch im Frühjahr irgendwo so ein Häuschen im Wald. Da hinten war Feuerwehr, da fahren wir mal lang. Was gibt's denn hier? Schokoladenfabrik. Okay. Wenn man dann hier weitergefahren ist, da gab es dann früher eine Feuerwehr. Da ist auch wieder eine Verkaufsstation. Ein Multimarket. Ein Supermarkt. Das sieht so ein bisschen nach dem Dengelmann aus, was ich nicht verstehe. Es gibt hier schöne Werbung und so weiter. Warum ist dieser Eingangsbereich immer leer? Okay, hier kommt nicht mehr viel. Wir werfen auch gleich mal einen Blick auf die Karte. Was passiert eigentlich, wenn wir kein Geld mehr haben und durch die Felder heizen? Ich weiß nicht, ich meine, die Karte ist landschaftlich und so weiter, ist die. Ja, du fährst einfach, ne, du Idiot. Junge, Junge.
Landschaftlich und so durchaus schön gestaltet, gibt es nichts, aber ist ein See tatsächlich. Ist schon wieder eine Freifläche. Ach, jetzt bin ich bei dieser Fischzuchtanlage, wo ich gar nicht hin wollte. Ich wollte ja doch wieder rüber, dass wir mal nach rechts können, weil da rechts war ja auch eine Gaststätte, bei der man dann seinen Kram abliefern konnte. Also für mich hat die Karte irgendwie an Charme verloren, muss ich ganz ehrlich so sagen, wie es ist. Landschaftlich schön gestaltet, wie kein Ding. Aber so, weißt du, diese alten Produktionen auch, ne? Die Brauerei und dass so viele Flächen leer sind. Der Haupthof sieht irgendwie kahl aus und so, wo kommen wir denn hier hin? So, hier runter. Hier war das Sägewerk früher mal. Hier wurden Paletten gemacht. Da ist auch definitiv noch eine Produktion. Hat man aber auch verändert, das Gelände. Hier stehen Gewächshäuser. So, genau. Und wenn man dann hier hochgefahren ist, da geht es jetzt, okay, da haben sie jetzt nur noch so einen Padweg, das ist aber in Ordnung, das wurde später mal gemacht. Ja, und das, ich weiß nicht. Guckt euch die Karte im 19er an, ladet euch den 19er nochmal runter. Das ist einfach tot hier. Das ist, nee. Es fehlt so ein bisschen an Liebe bei der Karte. Also ich muss ganz klar sagen, die 19er Obertal war viel, 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 viel schöner. Tut mir zwar leid an die Erbauer, aber das Ding, das ist teilweise so kahl und tot und trostlos, das ist, nee. Also mein Ding ist es definitiv nicht mehr. Es fehlt so vieles. Ich meine, wie gesagt, das Straßennetz ist weitestgehend erhalten geblieben, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber wenn du genau weißt, du bist da lang gefahren, da gab es dann früher dies und jenes, das gibt es nicht mehr. Die Kneipe an, oder das Gasthaus an der Ecke zum Beispiel oder ein Hotel, was es war. Wir müssen eine Stelle noch abfahren, fällt mir gerade ein. Da werden wir auch nochmal schauen. Hier muss irgendwo eine Tankstelle gewesen sein, die scheint auch verschwunden. Fahren mal hier lang.
Ja, okay, hier ist das eine Sägewerk noch, alles gut. Aber ich weiß, wenn man hier lang gefahren ist, dass hier irgendwo eine Tankstelle war. Rechte Hand kam die. Rechts, links schon wieder eine Freifläche. Hier ist eine Tankstelle, die war auf der anderen Seite, glaube ich. Da fehlt auch schon wieder irgendwas. Aber ich wollte jetzt mal ganz woanders hin noch, zum krönenden Abschluss. Ich meine, für die Leute, die sich selber einen Hof erschaffen, erstellen, erbauen wollen, ganz klar mega. Es gibt diese großen Freiflächen, wo man echt was machen kann. Das ist schon wirklich top. Sind wir hier wieder? Okay. Könnte mich auch in die Karre reinsetzen, wa? So, jetzt sind wir hier hinten. Ja, was soll ich sagen? Ich finde die Karte ein bisschen tot. Von der Gestaltung her war das im 19er, finde ich, liebevoller gemacht. So, wenn wir jetzt hier hinkommen, in diese Bereiche, genau. Meine, hier haben sie was gelassen. Okay. Da gab es ein Hotel. Das gibt es auch immer noch. Genau, richtig. Hier konnte man dann eben Sachen abladen. Das ist dann auch soweit okay auf jeden Fall. So, ich glaube, ich muss auf die andere Seite irgendwie. Das Problem hatte ich damals schon immer. Wobei da die Karte zu Ende ist. Weil irgendwo hier berghoch gab es nämlich auch noch mal irgendwas. Genau, und zwar war das hier. Dann bist du hier runtergefahren. So, genau, unter der Brücke durch. Oh, das weiß ich noch. Links hoch ging es gar nicht, nur rechts rum. Und dann war hier nämlich auch nochmal ein Hotel. Und dieses Hotel ist anscheinend. Es soll noch ein Hotel sein, aber wesentlich größer und hässlicher als früher. Und hier war draußen auch noch so ein Biergarten, in dem man sich setzen konnte. Hier konnte man auch rum. Stimmt, hier ist man auch rumgefahren. Ja, das ist okay, schönes Gebäude auf jeden Fall. Aber ja, den Biergarten, das war ja vor allem, das war alles so schön beleuchtet mit Lampignons und so weiter. Das ist weiß nicht. Upsala. Und hier sind schöne Gebäude, schöne Landschaften, ohne Frage. Aber insgesamt, wenn ich das wirklich vergleiche mit der Obertal aus dem
LS19. Muss ich sagen, ist das Ding irgendwie tot. Oh, hier ist die Bahnstrecke. Das ist jetzt doof. Ja, was soll ich sagen? Abschluss. Genau, lange genug geguckt. Genug gesehen. Ich persönlich auf der einen Seite freue ich mich, dass die Obertal wieder da ist, obwohl wir natürlich mit zwei, drei Leuten darauf nicht spielen werden. Auf der anderen Seite... Ja, ich finde sie totgemoddet. So viele schöne Sachen einfach, so Kleinigkeiten... Das fehlt, wie meinetwegen das Schwimmbad. Dann hattest du die verschiedenen Produktionen, wie beispielsweise auch die Whiskyfabrik und so weiter. Und ja, dass die eine Kneipe zum Beispiel komplett weg ist, andere Hotels sehen nicht mehr so aus wie vorher, sondern irgendwie auch gar nicht mehr wirklich einladend, ne? Mit einem Biergarten, der früher beleuchtet war, heute nicht mehr. Supermärkte wie damals Lidl und Aldi und wie sie hießen, gibt es hier nicht mehr. Das ist alles weg. Ich weiß nicht. Im Baum geparkt. Ja, holt mich nicht mehr wirklich so ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man jetzt... Also den Wow-Effekt, finde ich, hat die Karte nicht. Wir fahren da vorne nochmal zu dem grünen Gebäude und dann soll es das für heute auch gewesen sein. Ich freue mich natürlich über neue Abos von euch. Kosten euch nichts. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt. Und genau. Lasst ein Däumchen da, lasst einen netten Kommentar da. Und wir verabschieden uns an der Stelle dann von der Obertal. Und in diesem Sinne sage ich dann erstmal... Ciao, ciao, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.